Oh je, sag mal bei dem Wetter, was soll man da machen? Ja, aber weißt du, dass wir dieses Jahr 25 Jahre verheiratet sind? Mein Gott, ein Vierteljahrhundert ist ja schon so lang her. Ja, guck mal, was ich mit dir so lange ausgehalten habe. Ja, ich mit dir auch. Ja, kann ich mir mal schöne Schenke zum 25. Hochzeitstag, hast du das überlebt? Da hatte ich schon was im Petto. Da fahren wir nach Thailand. Och, das ist ja mal was Schönes. Ja. Aber schenkst du mir dann erst zum 50. Hochzeitstag? Das muss man überlegen. Ich würde sagen, da komme ich dich abholen. Oh, leck dir doch, Mann. Das ist immer wieder das Ende. Also wirklich, so kann fällst ich da nicht. Immer drauf rein. Ja. Na gut, wir kennen uns ja schon so lange. Aber ja. Du, was wir all die Jahre gemacht haben, da steht doch auch wieder drin, Valentinsgottesdienst. Wollen wir nicht dorthin gehen, uns nur den Segen holen, hatten sie doch all die Jahre gut getan. Och, ich glaube, immer reicht doch damals vor 25 Jahren, oder? Nee, komm. Oh, du weißt, ich hab's nicht so mit der Kirche am Hut. Ja, gib da Ruck. Oh, aber weißt, in der Zeit da, mit Maske, in der Kälte, da muss man hinlaufen. Ich muss den Mantel anziehen, mit meinem Unterhose, meine warme Winterstiefel. Oh je, geh fort. Du weißt was, die hat sich was Tolles da überlegt. Und zwar kann ich das auf dem Laptop gucken. Wie daheim? Ja, wir können daheim bleiben. Hier, bei uns im ich Sofa. Ich brauche bei der Friseurmütze gehen, geht alles einwandfrei. Oleg. Und da kann man ja direkt dann noch was trinken. Können wir Glas Cremant. Und was essen. Ja. Und brauchen nicht mehr die Kleider zu wechseln. Nee. Alles in der Schlappe. Genau. Ey, das machen wir. Das machen wir. Herzlich willkommen zum Valentinsgottesdienst 2021. Und weil Corona uns so viel abverlangt, sitzen Sie jetzt zu Hause gemütlich beisammen, um Ihre Liebe zu feiern. Ich grüße Sie heute nicht aus der Marienkirche, wo wir in den vergangenen Jahren den Valentinsgottesdienst mit Ihnen live von Angesicht zu Angesicht gefeiert haben, sondern hier aus der St. Josefskirche in Furmach. Der Valentinstag, der 14. Februar, fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Wir erinnern uns an diesen Bischof im Römischen Kaiserreich im 3. Jahrhundert, so sagt es die Legende, hat er als Bischof der Diözese Terni in Italien vorgestanden. Valentin starb einen gewaltsamen Tod als Märtyrer. Er gilt als der Patron der Liebenden. Er hat dafür gesorgt, dass Menschen, Paare, die nicht sich einander das Ja-Wort geben durften, weil Standesunterschiede sie davon abhielten oder sie als Sklaven gar keine Berechtigung hatten, die Ehe zu schließen, Valentin ermöglichte es, dass diese Liebenden sich heimlich vor ihm trauen konnten. Eine schöne Legende auch besagt und erzählt, dass er diesen Liebenden gerne auch Rosen aus seinem Garten als Zeichen der Liebe überreicht hat. Ja, heute feiern wir ihn, den Patron der Liebenden, in aller Form, in allen Lebensabschnitten, in aller zeitlichen Erstreckung. Ob frisch verliebte Menschen, die ihr silbernes Jubiläum feiern, oder halt Altverliebte, die schon auf viele Jahrzehnte zurückblicken können. Ich freue mich, dass Sie trotz der räumlichen Trennung heute mit uns hier in der Kirche verbunden seid, um mit uns diesen Valentinsgottesdienst zu feiern. Herr, du gabst mir einen Menschen, der mich liebt, wie ich bin, der mit mir leidet, der mich tröstet und aufrichtet, der sich mit mir freut, der auf mich wartet und der für mich da ist. Herr, ich danke dir für das Gespräch miteinander, für das immer neue Gespräch. Ich danke dir für die immer neue Liebe, für das ständige Tragen, für das gemeinsame Gebet. Herr, ich danke dir, dass du uns ein gemeinsames Ziel gegeben hast, dich selbst. Oh.
dich verlassen. Binde sie dir um den Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Dann erhältst du Gunst und Beifall bei Gott und den Menschen. Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit, such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Ein Gedicht von Andreas Knapp, überschrieben mit Gottes Liebe. Wenn deine Liebe zu Gott nicht durch das Feuer der heftigsten menschlichen Leidenschaften getrieben wurde, blutleer bleibt sie, glutleer stirbt sie. Aber im Begehren deines Körpers, in der Ausgelassenheit des Spiels, hingerissen von einem Kinderlachen, aufgewühlt von Schmerz und Ekstase, wird das Brennholz bereitet für glühende Liebe, Gott menschlich in eins. Paare zu Hause, ich möchte nun auf Sie Gottes Segen herabrufen, dass er Ihren gemeinsamen Lebensweg in Liebe begleite, euch schütze und seine Hand über euch hält. Der treue und gute Gott erfülle euch mit Dankbarkeit füreinander und schenke euch Freude aneinander. Der treue und gute Gott begleite euch in guten und in schweren Tagen und stärke euch. Der treue und gute Gott bewahre euch in seiner Liebe und der Friede Christi erfülle euch. Und so segne, behüte, beschütze und begleite euch und eure Liebe der gütige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ulrich. Das hast du gar mitgemacht, ne? Ich bin selbst über mich verblüfft. Das war doch richtig schön eine Weile, oder? Oh, so unkompliziert. Ja, Schlappe an, hast brauche die lange Unterbuchse in Asenzüge, war doch richtig klasse. Das doch, machen wir öfters. Und ich gehe jetzt in die Cremant-Rolle. Mach das. Bring schon bitte noch mal eine Flasche Bier mit. Jawohl. Danke, Chefin. What you